Oh, wenigstens geht es bloß um Wein und Wespen und so Zeug. Das muss der Weinberg sein. So ein paar Wespen sind schnell erledigt. Wer weiß, wie groß die scheiß Wespen sind. Oh Junge, 10 Meter groß. Die packen dich und fliegen mit dir weg. Wow. Winzerwespe. Und schon Garuda, ich brauche dich. Alter, bleib mal locker. Ich find's aber lustig, wie in Final Fantasy so immer so hart übertrieben wird. Oh, immer diese Wespen, das sind böse Wespen. Die... die letzten. Quentins Mann wird sich freuen. Oh, diese Wespen und alles mögliche. Oder gestern hin, da sind sie halt einfach mal so groß wie ein Hund. Weißt du, was denke ich mir, gibt's denn in Final Fantasy so keine normalen Käfer? Oh, ein Käfer. Das ist kein Käfer, das ist ein... Keine Ahnung, das Ding ist so groß wie ein Warzenschwein oder so. Aber woher wusste der Krämer, dass seine Tochter... Gott, ich gehe jetzt gleich irgendwo hin und bringe den Krämer um, damit sie was anderes reden können. Um die Ernte brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ah, danke. Nicht auszudenken, was mir sonst geblüht hätte. Hier, das hast du dir verdient. Ich weiß. Unser Goltons Roter ist bei Kennern beliebt und wird für einen stattlichen Preis gehandelt. Mit dem Erlös sorgen wir hier für volle Bäuche und halten uns die Kaiserlichen vom Leib. Quentin kam auf die Idee mit dem Wein. Er wollte Trägern Arbeit verschaffen, ohne sie in Gefahr zu bringen. So, das scheint er erreicht zu haben. Zumindest jetzt. Ich lasse ihn von deiner guten Tat wissen. Und sobald der Wein bereit zum Genuss ist, trinken wir ein, zwei Gläschen auf dein Wohl. Haha. Yeah, yeah. Was will ich denn eigentlich mit dem ganzen schwarzen Blut, Alter? Okay, jetzt haben wir genau noch eins, ne? Ah ne, es sind zwei Stück, ja. Stimmt, das waren die. Nur damit du mich wieder anpflaumen kannst? Ja, klar. Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann in den... So ein Priester? Hoher Beamter. Ah, shit. Ich hätte nicht erwartet, einem Träger mit dieser Brosche zu begegnen. Oh. Umso erleichterter bin ich, dich zu sehen. Kann ich von dir Stillschweigen erwarten? Worüber? Über diese ganze Unterhaltung. Die Bitte, die ich an dich richten will. Die Tatsache, dass ich die Madame in meiner bescheidenen Art und Weise unterstütze. So unwahrscheinlich es klingen mag, innerhalb der gesellschaftlichen Elite von Sanbrek finden sich auch solche, denen die barbarische Behandlung der Träger zutiefst missfällt. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Diese Stadt wird allein von ihren Trägern am Laufen gehalten. Dennoch gibt es viele, die ihre Sklaven hungern lassen. Nicht etwa aus Geldnot,
Einfache Mahlzeiten kosten schließlich so gut wie nichts. Nein, aus reiner Freude am Leid anderer. Es ist nichts als pure Grausamkeit. So abscheulich es auch ist. Meine Landsleute würden sich eher ins eigene Fleisch schneiden, als den Hunger ihrer Träger zu stillen. Und meine kleinen Bemühungen, Rationen zu verteilen, sind trotz größter Vorsicht leider entdeckt worden. Was uns zu meiner Bitte führt. Dein Brandmal eröffnet dir tatsächlich auch gewisse Möglichkeiten. Solche, die mir von großem Nutzen wären. Ja, klar. Gut. Was genau soll ich tun? Ich danke dir. Eine einzelne Mahlzeit ist vielleicht nicht viel, aber den Trägern bedeutet es die Welt. Teil das hier an sie aus, aber bleib unbeobachtet und beeil dich. Was ich bereitstellen kann, soll dort ankommen, wo die Not am größten ist. Momentan ist sie das hier in der Garnison. 3 Träger, überlastet und unterernährt. Ihnen ist nicht eine einzige Pause vergönnt. Kein Wunder, dass die meisten nicht alt werden. Ja, es ist tragisch. Aber lass dich von deinem Zorn nicht aus der Ruhe bringen. Es gilt bereits als Widerstand gegen die kaiserliche Autorität, den Unterdrückten ein wenig Beistand zu leisten. Bitte übe dich in Diskretion. Nicht nur um unseretwillen, auch für die Träger. Ach, und wenn es getan ist, sei doch so freundlich und gib einem der Mädchen der Madame Bescheid. Du wirst nicht bleiben? Ich fürchte, nein. Man erwartet mich in der Hauptstadt. Allein mit diesem Gespräch habe ich schon viel riskiert. Der Fluch ist schon Strafe genug. Sie sollen nicht auch noch hungern. Wartest du etwa darauf, dass es von selbst heilt? Mach schneller! Jetzt ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Und schon gehen wir wieder ins üble Trägermisshandeln. Du hast sicher großen Hunger. Das hatte ich bitter nötig. Danke. Doch ich heb's mir erstmal auf. Ich will nicht erwischt werden. War es schon immer so schlimm? Ohne den Kämmerer wären ich und viele andere schon tot. Seit er uns hilft, geht es uns ein wenig besser. Das ist immerhin etwas. Vor allem, Alter, weißt du, das ist halt ausbeutend fürs Wäschetrocknen. Es ist ja nicht so, als ob... Ist ja nicht so, als ob die Wäsche dich von einfach von fucking alleine trocknen. Hier ist etwas für dich. Vom Kämmerer? Ich danke dir. Du musst jetzt gehen. Schnell, bevor dich jemand sieht. Bitte. Träger, hier gibt's keine Pause. Die Esse soll glühen, verdammt! Und du? Wenn du eine Nachricht für mich hast, dann spuck sie aus. Wenn nicht, zurück an die Arbeit! Fuck, der ist immer noch dort am Heilen. Das reicht, verdammt! Geh mir aus den Augen! Nächstes Mal geht das gefährlich schneller! Hast du das verstanden? Hier. Das kannst du sicher brauchen. Der Kämmerer muss sich geschickt haben. Doch meine Arbeit ist noch lange nicht getan. Wenn ich aufhöre, gibt es Prügel.
Du musst dich ausruhen. Ich kann nicht. Nicht, solange es noch Wunden zu versorgen gibt. Und wann versorgst du dich selbst? Das muss warten. Und essen kann ich später. Trotzdem, danke. Das Vieh auf den Höfen wird besser behandelt als die Träger des Kaiserreichs. Na gut. Ich sollte zum Schleier. Ah, dieser Mistkerl. Unfall, wer es glaubt. Wirkt angestrengt Heilmagie. Na, bist du geschäftlich hier? Oder zum Vergnügen? Geschäftliches Vergnügen? Zum Vergnügen jedenfalls nicht. Ich habe für den Kämmerer Essen verteilt. Ah, also hat er jemanden gefunden, der ihm hilft. Besser ist es. Ich habe gehört, dass seine Freunde am Hof in letzter Zeit zu viele Fragen stellen. Er ist also wirklich ein Kämmerer? Es gab eine Zeit, da galt er als der bedeutendste Kunde des Schleiers. Für uns Mädels war er eine Art großzügiger Onkel. Er war einer der wenigen hier, die an der Art, wie das Kaiserreich die Träger behandelt, Anstoß nahmen. Selten für jemanden seines Standes. Das dachte sich die Madame auch. Ein kleiner Schubs in die richtige Richtung und schon wurde er zum Schutzpatron der Hungerleidenden von Nordstedt. Wir haben zwar unseren Onkel verloren, aber wenn die Träger dafür was zu essen bekommen, beschweren wir uns nicht. Oder kaum. Freut mich zu hören. Das gibt einem ein klein wenig Zuversicht, oder? Zu wissen, dass es Menschen wie ihn gibt. Und Menschen wie dich. Kein Wunder, dass die Madame so von dir schwärmt. Ich mach mich lieber auf den Weg. Hm. Ach ja, ich bin gespannt, ob das in den anderen Ländern auch so schlimm ist. Ich meine, Träger sind ja an sich, wenn er zum Großteil sowieso für Abschauung halten und so Zeug. Rosaria war ja scheinbar das Einzige, wo sie nicht so schlimm war. Aber wie es in den anderen Dingen ist. Was macht einer von denen auf dieser Seite? Der Kommandant hat's auf uns abge... Wo ist dein vorgesetzter Offizier, Träger? Weißt du nicht, dass das Übungsgelände nur für echte Soldaten ist? Hast du dich verlaufen? Junge, die kaiserliche Garde braucht deinesgleichen nicht. Geh zurück zur Infanterie, wo du hingehörst. Ich bin gleich wieder weg. Ich fass es ja nicht. Sieh dir die Brosche von dem Mistkerl an. Deshalb stolziert er hier rum, als würde ihm der Laden gehören. Als wir Schutz angeboten haben, hat sie gelacht. Dieser Arsch soll mehr drauf haben als die Elite des Kaisers? Das lässt sich doch sicher schnell herausfinden. Wie sieht's aus, Träger? Zeig uns, warum du die Brosche trägst. Lieber nicht. Verständlich. Nur ritterlich, wie wir nun mal sind, müssen wir sicherstellen, dass die Madame gut aufgehoben ist. Gut, wenn ihr unbedingt wollt. Oh, nur damit du es weißt. Ich halte mich nicht zurück und du solltest es auch nicht. Bereite dich ruhig vor, falls nötig. Nicht, dass du nachher heulst, es wäre Schiebung gewesen. Wow. Das sind alles solche Spackos, ey. So, dann wollen wir uns mal ein Bild von dir machen. Wenn du darauf bestehst. Arroganter Bastard. Also gut, dann mal los. Gegen ihn oder gegen einen anderen wahrscheinlich, hä? Oh, wenn du
dich bei deinem Frauchen ausweinst, sag ihr, dass Leon dich so zugerichtet hat. Du kannst ruhig mit schmutzigen Tricks kämpfen. Du weißt also, wo mein Schwert hinten und vorne ist. Ja! Ja, und jetzt? Genug. Ich gebe auf. Ich dachte, er wollte aufgeben. Scheiße. Was soll der Quatsch, Leon? Ah, er ist also nicht so schlapp, wie er aussieht. Gut. Hoch das Schwert! Lass uns Spaß haben, ja? Was findet jemand denn überhaupt an einem Träger? Ich weiß zum Beispiel, was du hast Potenzial. Das gebe ich zu. Ja! Ich weiß es nicht. Und tschüss. Das war's. Kaiserliche Soldaten bezwungen. War's das jetzt? Gregors Galle! Der Bastard schwitzt nicht mal! Brosche hin oder her, er ist ein Träger. Der Kommandant darf nichts hiervon erfahren. Nicht nach der Schelte wegen der verpassten Drills. Vielleicht hatte er ja auch recht. Ich gehe dann mal. Ja, gut, dass wir dich los sind. Immerhin wissen wir, dass die Madame sicher ist. Eine Bitte. Falls sie fragt, sag ihr, dass wir uns gut geschlagen haben, hm? ja, klar, Alter. Ihr habt mich auch genau nullmal angegriffen. Ihr seid eigentlich nur durch die Gegend geflogen. Ein Träger verprügelt die kaiserliche Garde. Der Kommandant ist ein mürrischer Bastard, aber er hatte recht. Schwertübung also. Ah, wie schön. Schön. War jetzt noch irgendwas? Eigentlich nicht. Jetzt müssten wir ja eigentlich alles haben. Oder gehen wir nochmal zurück und wollen wir nichts davon wissen? Müssen wir die gesehen haben, dass es da welche gibt? Fragen wir mal bei dem Typen nach, ob der noch was rausrückt. Setz dich, Clive. Ich brauchst du was zu tun? Bitteschön. Ich krieg bestimmt bald was Neues rein. Okay. Und weiter geht's. Ich muss zugeben, ich habe eine Pause dazwischen gemacht, deswegen war ich jetzt schon fast wieder dabei. Oh, hallo, jetzt willkommen zurück. Wir haben ja die ganzen Nebenquests jetzt gemacht. Kann natürlich sein, dass das egal ist und wir es trotzdem hätten danach noch machen können, aber wir haben es ja wenigstens gemacht. Es war eine üble letzte, es waren ein paar üble letzte Folgen, muss man dazu sagen. Mit dem ganzen Sklavereizeug, ein bisschen zu ins Gesicht vielleicht, aber ich fand es trotzdem echt hart. Drachenkopf. So wenig Patrouillen. Zum Glück scheint man's mit dem Wachdienst hier nicht so ernst zu nehmen, wie du es tust. Kommt uns gelegen. Das wär's ja mal. War vielleicht doch nicht so ein schlechter Plan. Was soll das denn schon wieder heißen? Dass ich mich noch gut an deine letzte tolle Abkürzung erinnern kann. Ach, die war doch spannend. So ein Plan muss nicht perfekt sein. Bisschen Überraschung tut gut, dann bleibst du jung und knackig. So wie du also. Clive, mein Junge, selbst die kleinsten Hürden im Leben bieten dir die Chance, über dich hinauszuwachsen. Nutze solche Momente. Sie werden dich in tiefstem Herzen von innen heraus erfüllen. Ach, unter Erfüllung stelle ich mir was anderes vor.
Ich bin noch jung und knackig genug. Ist was? Nein, nichts. Ich frage mich nur, wann ihr fertig seid. Gut, gehen wir den Kern des Kristalls zerstören. Dann sollte das ganze Ding in sich zusammenstürzen. Und was, wenn wir auf Widerstand treffen? Dann werden wir die Chance nutzen, um über uns hinauszuwachsen. der Fluch der Kristalle. Kommt, hier lang. Lasst euch nicht entdecken. Sag bloß. Keine Sorge, die Luft ist rein. Oh, jetzt wird alles schief gehen, was schief gehen kann. Wollen wir wetten? Muss mal was einstellen, das hätte ich schon länger mal machen sollen. System? Nein, fuck, falscher Knopf. Spielmodus, Autofokus, Zielfix den umschalten. Kameraempfindlichkeit. Boah, okay, die ist so schnell. Ich schaff's nicht immer, das Falsche zu drücken, das ist schlimm. Plan muss nur funktionieren. Kriegt keiner mit, na toll, jetzt muss er außen voll das Auto vorbeifahren. Immer mit diesem Röhrenzeug. Dem Ding hast du es aber gezeigt. Ich liebe Instant einfach, der ist so geil ey, in dem Spiel. Der ist der pure Sarkasmus. Der Haupttunnel? Davon gehe ich aus. Da sind überall Wachen. Unser alter Mann ist zu langsam. Endet jeder Spaß. Ab jetzt könnten wir etwas mehr zu tun haben. Alarm von der Wand! Und hört den Kanonier! Sofort! Wind her!
das ist die Chance, von der ich vorhin gesprochen habe. Wen haben wir denn hier? Habt ihr Würmer euch verirrt? Ihr seid höchstens noch Fischfutter, wenn mein Mörser euch zermalmt! Originell? Stopfen wir ihm das Maul. Das ist ein riesiger Mörser, den er in der Hand hat. Boah, der haut zweimal zu. Alter! Alter, ich sehe halt nichts mehr. Boah. Oh, jetzt müsste man haben. Ja, ich drücke mal das Falsche. Boah, es war halt noch genau ein Schläckchen. Kaiserlicher Kanonier bezwungen. Was würde mich interessieren, ist der so geworden, weil er Äther in sich aufgenommen hat? Die Gunst des Infernos, Feuerramme. Oder weil ein Kristall jetzt dazu gemacht wird. Kein schöner Anblick. Akasisch oder nicht, das war ein Mensch. Ertrunken im Äther. So ein Tod verdient niemand. Kommt. Wachdienst, hier kommt einem Todesurteil gleich. Aber was kümmert das den Kaiser? Ah, da. Oh ja, das muss ich unbedingt machen, den Schalter drücken. Nochmal. Ah, lasset den Segen eure Lungen füllen.
Ein Dominus zu sein hat auch seine Vorteile. Seht, das ist eine Ätherflut. Das ist gar nicht gut, oder? Was ist mit den Schürfern hier unten? Letztes Mal gab es die noch nicht. Aber wir sollten uns versputen. Uns kann der Äther nichts anhaben. Alle anderen können das aber nicht von sich behaupten. Die Glasminen.